Beschreiben Sie den Markenschutz. Beschreiben Sie den Markenschutz. Nun, beschreiben deutet darauf hin, dass wir ausführlicher sein müssen. Es das heißt nicht, nennen Sie die Elemente oder sowas, sondern beschreiben Sie den Markenschutz, also ganze Sätze. Ich werde gleichwohl hier so ein bisschen in Kurzform die Dinge notieren, aber achten Sie auch darauf, was ich sage, nicht nur auf das, was ich schreibe. Also, der Markenschutz ist kostenpflichtig. Der Adressat ist das Patentamt und die Laufzeit ist 10 Jahre mit Verlängerung, mit unendlicher Verlängerung. Alle 10 Jahre können Sie verlängern für weitere 10 Jahre. 10 Jahre mit unendlicher Verlängerung. So, dann müssen wir unterscheiden Wortmarken und Bildmarken beziehungsweise Kombinationen. Und wir müssen die Verbote beachten. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die dürfen Sie nicht als zum Beispiel Bildmarke verwenden, wie Flaggen von Ländern. Ja, das würde nicht zugelassen. Da gibt es also bestimmte Verbote. Ja, oder auch sehr anzügliche Dinge oder Dinge, die religiöse Gefühle beleidigen können. Das darf man nicht als Marke, schon gar nicht als Bildmarke schützen lassen. Ja, nur, ach, denken Sie daran, in der Prüfung hier steht beschreiben. Das heißt, hier machen Sie aus diesen Stichworten in der Prüfung, machen Sie ganze Sätze. Sie schreiben, der Markenschutz ist kostenpflichtig. Ich wusste auch mal die Gebühren auswendig, aber ich weiß es im Moment nicht mehr. Es sind ein paar hundert Euro. Ja. Die Verlängerung, die ist, glaube ich, dann, also die Erstanmeldung, ich glaube 400 Euro, aber mit Vorbehalt. Und die Verlängerung sind dann 600 Euro, alle 10 Jahre 600 Euro. So ungefähr sind da die Preise. So ungefähr, ja, unter Vorbehalt. Ja, also der Markenschutz ist kostenpflichtig, es ist eine Gebühr zu bezahlen. Adressat ist das Patentamt. Patentamt hat seine Zentrale in München, hat aber Zweigstellen auch anderswo in Deutschland, unter anderem in Leipzig, glaube ich. Der Markenschutz gilt dann für 10 Jahre nach der Anmeldung, also nachdem geprüft wurde und angemeldet wurde, mit unendlicher Verlängerung, also alle 10 Jahre, ja, alle 10 Jahre. Es gibt Wortmarken und Bildmarken beziehungsweise Kombinationen aus Wort und Bild und man muss beim Markenschutz die Verbote beachten, die ich gerade beschrieben habe, also zum Beispiel keine Flaggen von Ländern verwenden. Ja, und grundsätzlich gilt, dass die Marke umso eher eine Marke ist, wie sie individualisierend ist. Das heißt, Sie können zum Beispiel Parkbank nicht als Marke schützen lassen, weil das nicht individualisierend ist. Aber wenn Sie Meier heißen und Sie wollen das Meier Parkbank nennen, dann können Sie das gegebenenfalls als Marke eintragen lassen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.